Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Video auf meinem Kanal und heute mal was zu zweit und zwar ist der Bad Wolf dabei. Hallo. Hallo, auf YouTube bin ich USB-PC und sonst überall anders auch, nur auf Steam bin ich Bad Wolf. Ja, warum nicht? So, heute etwas ganz Besonderes. Wir machen ein Kill-Duell. Ein super geiles Kill-Duell. Ich habe richtig Bock auf ein Kill-Duell. Wollte ich immer mal machen, weil ich finde sowas einfach mega cool. Wir haben jetzt aber ein klitzekleines Problemchen. Man sieht das an den Leveln vielleicht schon und wenn ich jetzt die Nein, ich zeige mal deine Statistik nicht. Es ist egal. Wir sind nicht auf demselben Skill-Level. Es ist einfach so. Und deswegen haben wir uns was überlegt. Was haben wir uns denn überlegt? Weißt du das? Ja, du wir haben uns das überlegt, dass du doppelt so viele Kills machen musst wie ich, um gewinnen. Um ganz zu gewinnen. Genau. Kill-Duell, während er nur so halb so viele Kills machen muss. Das heißt, wir machen einfach, wie gesagt, wie es üblich ist in normalen Kill-Duell, wer zwei von drei gewinnt, hat gewonnen. Und ich muss einfach, um zu gewinnen, doppelt so viele Kills machen wie er. Aber wenn ich doppelt, also ich leg das jetzt mal ganz kurz fest, wenn ich genau doppelt so viel habe wie du, dann zählt das für mich als Gewinn, okay? Ja, okay. Alles klar, dann ist das, na, fair weiß ich nicht. Ja, ob das fair ist, werden wir gleich sehen. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall eine heftige Herausforderung für mich. Und es wird auf jeden Fall Bock machen. Wir spielen Team Deathmatch, gibt es 100, deswegen ist es lang genug. Und ja, dann würde ich sagen, lass uns nicht lange drum herum reden, sondern einfach uns in ein Team Deathmatch begeben, oder? Ja, genau. Auf geht's, wir sehen uns gleich in Game. Hab ich schon. Alles klar, los geht's. So, erste Runde und das ist gleich die geilste Map von allen gefühlt. Fringe, ich liebe die Map und ich glaube du auch, ne? Ja. Ja, Fringe ist richtig geil. Und ja, ganz zum Anfang, ich spiele jetzt natürlich die FFA, ja. Oh. Ich liebe sie momentan, wie ihr auch im Video vor zwei Tagen von mir sehen konntet, oder vor drei, ich weiß es noch nicht. Jedenfalls, was ich am Anfang nochmal kurz ansprechen wollte, und zwar Thema Kill-Duell. Das ist jetzt hier die erste Runde vom Kill-Duell und ja, ich muss halt doppelt so viele Kills machen. Und falls ihr Bock habt, gegen mich ein Kill-Duell zu machen und gleichzeitig zufälligerweise am PC Call of Duty spielt, und zwar entweder im Modern Warfare 3, Black Ops 2 oder Black Ops 3, wie ihr wollt, falls ihr eins von diesen Call of Duty auf dem PC habt und sagt, ich bin nicht in die ganzen kompletter Vollnoob, dann schreibt mich doch mal an, wenn ihr Bock habt, gegen mich ein Kill-Duell zu machen. Dann habe ich vielleicht mal auch Bock, gegen Abonnenten oder so ein Kill-Duell zu machen. Das wäre doch mal eine coole Sache, habe ich mir überlegt. Das heißt, wenn ihr darauf Bock habt, schreibt mir einfach irgendwie Kommentare, private Nachricht, wie ihr wollt. Macht es einfach und dann werden wir gemeinsam ein Kill-Duell machen. Ja, so, jetzt muss ich mich aber auch konzentrieren, um viele Kills zu machen. Weil ich muss ja doppelt so viel machen wie du. Du hast schon einen, ich habe zwei. Ja, bis jetzt bist du gut dabei. Vor allem, weil mir hier andere Leute vor die Nase laufen, während ich hier am Snipen bin. Das ist immer schrecklich. Also ein Messertyp, ne? Ich hoffe auch, der Game-Sound ist jetzt nicht zu leise oder zu laut, die Runde. Ja. Ich hoffe, es ist sehr stark. Ja, hoffe ich auch für dich. Weil du hast nicht mein geiles Setup, was ich mir gerade gemacht habe, dass ich alle Spuren einzeln bearbeiten kann. Ich bin erstmal froh, dass ich überhaupt wieder aufnehmen kann. Ich bin froh, dass ich überhaupt wieder aufnehmen kann. Eieiei, der hat's ernst gemeint. Der Bio-Apfelsaft. Okay, wie sieht's aus? Du hast drei. Scheiße, ich hätte sechs. Ah, okay. Ja. Ich darf nicht die ganze Zeit drauf gucken. Ich darf halt echt nicht die ganze Zeit drauf gucken. Oh, verdammt. Oh, da campt er da. Ist das dein Ernst? Also, ich find's ja gut. Das ist jetzt ernsthaft Druck für mich, weil doppelt so viele ist halt echt nicht einfach. Ja. Für mich ist es aber auch nicht besonders einfach, weil meistens hast du mehr als doppelt so viel wie ich. Ja, aber nicht unter Druck. Oh, der eine Typ im Gegnerteam hat eine Banshee, das nervt irgendwie. Oh mein Aim, oh mein, hab ich den noch bekommen. Puh. Oh verdammt, ich hab mein Messer nicht rausbekommen. Ich wollte den Messer, aber irgendwie hat sich mein Messer, das hing fest. Hilfe. Keine Ahnung. Okay. Boah. Na, oh, von hinten. Eieiei, okay. Ich trau mich gar nicht auf Scoreboard zu gucken. Das sollte vielleicht auch nicht. Oh, nee. Boah. Ich hab auch grad nichts hin. Alter. Awesome. Oh, verdammte Scheiße. Ich kann es angehen, dass ich gerade nichts auf die Reihe kriege hier. Das ist unglaublich.
Hä? Was hat der denn für einen Auftrag? Oh nein! Warum habe ich eigentlich den Farbenblindenmodus drin? Hast du? Ich hab vorher noch in meinen Einstellungen rumgeguckt, habe gesehen, dass es sowas gibt. Ist lustig, aber irgendwie ist mein eigener Pfeil jetzt pink. Was soll das denn? Ja, naja, weil Leute, die sind ja nicht komplett farbenblind, das sind ja nicht, dass sie komplett keine Farben sehen können, sondern die können nur andere Farben schlechter deswegen unterscheiden. Deswegen kann man ja auch zwischen verschiedenen Schwächen da wählen, ne? Ja. Oh, scheiße. Also ich gehe das Ganze zu offensiv. Aber auch nicht, wenn du einen Kill machst, sieht das Ganze schon wieder anders aus, ne? Deswegen, ja, das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wie wir das uns ausgedacht haben. Genau. Aber ich kriege gerade einfach keine Kills mehr, weil, keine Ahnung. Andere Leute klauen sie mir, oder ich bin zu langsam, oder alles. Ah. Aber ich weiß gerade echt nicht, wo die spawnen. Ja, ich auch nicht. Also die Spawns ändern sich die ganze Zeit. Rechts, links, oben, unten. Oh, ein Assist zählt doch auch einen halben, oder? Nein. Verdammt. Ich hab grad einen Dropshot gemacht, heilige Scheiße. Oh, das ist geil. Echt? Findest du? Oder nicht? Weißt du denn, was ein Dropshot ist? Ich glaube. Das ist einfach sich hinlegen beim Schießen. Achso. Ja. Das ist ein bisschen arschlochmäßig, aber trotzdem. Das habe ich aus Versehen gemacht, so halb. Ja, ist auch nicht mehr so einfach. Das war früher mal. Oh, Reiniger verschwendet. Oh, das ist gut. Nein. Ich meine, Wippe auch schon verschwendet habe, also. Okay. Nein, oh. Oh, Mann, wo sind die Leute? Oh, ich sehe keine Leute. Das ist unglaublich. Die FFA ist so eine geile Waffe, ich weiß nicht. Boah, weiß nicht. Die ist nicht so richtig overpowered, aber sie hat halt so viele Sterne. Also du bist gerade, ziehst mir gerade einfach davon, weil ich einfach keine Kills mehr kriege irgendwie. Also super heftig bin ich aber auch gerade nicht. Nee, super heftig bist du zum Glück nicht. Also ich hab theoretisch noch eine Chance. Manchmal hast du auch deine Phasen, wo du dann tatsächlich mal recht viele Kills hinkriegst. Ja, manchmal schon, aber jetzt gerade. Die macht so viel Schaden, die FFA. Man hat so eine heftige Feuerwaffe dabei. Das ist so nice. Boah, und da kommt einer direkt vor mir mit seiner Vespa und erledigt mich einfach. Boah, du bist gerade echt, aber der war so stark vor mir gerade. Oh, wie er mich sniped, weil er mich da antizipiert, ey. Krank. Krank, krank, krank. Okay. Noch 3 Minuten oder beziehungsweise das wird wahrscheinlich schneller vorbei sein hier. Jetzt mal zu meiner CUDA gewechselt. Das ist vielleicht ein. Ja, du snipest ja auch noch, das ist ja die Sache. Aber das ja, im Normalfall snipe, aber damit bin ich trotzdem eigentlich genauso gut, wenn ich was anderes spiele. Aber richtig, die Runde, die gehen alle gerade aus dem Weg raus, wo ich die snipen kann. Das sind alle nur in. Was zum Teufel? Die haben da drüben ein fucking Geschütz hingestellt. Ich reinige das gerade. Also mach das doch gut, das hört sich gut an. Hat sich aber hat irgendwie nichts gebracht. Du hast dann dauernd angereinigt, aber jetzt habe ich es zerstört. Oh, jetzt tötet mich so ein Sperrbar. Aber die Runde scheint nämlich zu gehen. Ich hab ihn. Ja. Ja, die hast du gewonnen. Du hättest 14 gewonnen. Gebraucht. Na, du hättest 14 gebraucht. 2 mehr. 3 mehr. Ja, okay, das stimmt. Aber die sind einfach alle in der Mitte, war nie jemand. Ja, und du bist halt als Sniper darauf angewiesen, dass da jemand ist, ne? Ja, ja genau, bin ich am Ende ja zu CUDA gewechselt, aber es hat auch nichts geholfen mehr dann. Ich bin halt an der Seite dann gelaufen. Aber okay, das war doch eine coole erste Runde. Ich würde sagen, ja. Die erste Runde geht an mich. Mal sehen, ob die zweite auch direkt an mich geht, dann habe ich direkt das Kill-Goal gewonnen. Ansonsten bin ich gleich gewinnt. Oh nee, da bin ich aber gegen. Wir werden es sehen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Genau, bis gleich.
schön. Über die Noobtown. Nice. Noobtown, ich liebe diese Map. Ich liebe diese Map. Und jetzt bin ich so gespannt. Geil. Ja, und ich habe schon gesagt, du hast einen kleinen Vorteil, weil du die Map schon aus 3000 Call of Duties kennst und ich das erste Mal Call of Duty, also das mein erstes Call of Duty ist. Ich kenne sie nur aus Black Ops 2. Ja, aber trotzdem, das bringt auch einen Vorteil. Eigentlich hätte ich eben auf Fringe, das war eigentlich meine Map mit zum Snipen, aber die Leute sind einfach nicht in die Mitte gegangen. Deswegen musst du dich jetzt besonders anstrengen. Ja, ich versuch's. Ich habe hier jetzt extra die Kuda ausgepackt. Die habe ich auch jetzt tatsächlich. Aber bis jetzt habe ich noch keinen einzigen Kill gemacht, also. Oh. Immer noch keinen, 0-3, Mann. Ich glaube, das sieht sehr gut aus für dich. Der Start ist nicht schlecht tatsächlich, ja. Aber ich habe immer gute Starts. Ich habe eigentlich auch immer gute Starts. Mein Messer hat gerade schön versagt. Ich bin nicht um Gegner drum getanzt. So. Oh, ich kriege einfach gerade gar nichts hin. Meine Schüsse gehen einfach durch Leute durchgefühlt. Ohne denen dabei Schaden zu machen. Scheiße. Oh mein Name. Wer hat mich jetzt getötet? Der da unten. Oh, du bist, hast schon 10 Kills. Wie geht das? Danke, endlich mal einen Kill. Oh, jetzt habe ich mal Reiniger einen getötet. Wow. Ja, okay, aber das, also ich glaube, die Runde geht schon jetzt dann fast an dich, wenn ich mir das angucke. Das heißt, du denkst, du kriegst nicht mehr als 6 Kills die Runde? Ja, so wie es weit, wenn es so weitergeht, wie es angefangen hat. Wenn mein Wipper gegen Messer immer verliert, wie jetzt gerade schon wieder, dann nein. Du darfst aber nicht aufgeben. Nee, tu ich auch nicht. Vielleicht kannst du immer noch aus Vorräten Mutterschiff ziehen oder was weiß ich. Oh, aber mit dem Mutterschiff kriege ich aber meistens nichts hin, ist das Witzige. Und dann würde man echt viele Kills auf Newton, würde man hier echt viele Kills kriegen. Ich treffe damit aber immer nichts, wenn ich meinen, also ich hab's noch nie selbst gehabt. Ja, wenn man es selbst hat, dann... Wenn man da drin dann ist, bam, Gegner, dann, wenn man da als Beifahrer drin ist, dann, nee. Dann ist das Ding scheiße. Boah, jetzt, das ist auch so super. Alle Leute, die ich auf dich geschossen habe, waren tot, bevor meine Schüsse angekommen sind. Und dann war ein einziger da noch über, der wurde von keinem anderen mehr angeschossen und ich musste nachladen, weil ich alle Schüsse in die Luft verballert hatte. Ich will dir kurz anmerken, ich will kurz sagen, dass ich jetzt gerade verkacke. Das heißt, jetzt ist deine Chance. Okay, das ist gut, ja. Ich hab aufgeholt, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Scheiße. Ja. Scheiße. Ja, fuck. Und schon ist das alles wieder anders, das muss mich echt wieder anstellen. Oh, das ist gut. Oh, mein Hüpfer hat aber gerade nur einen gebracht, also. Oh, sind die Gegner gerade nicht gut. Ich hab einen Black Screen. Bitte was? Ich hab gerade einen Black Frame auf jeden Fall. Mann, ich sterbe nur noch. Jetzt führst du schon. Fuck! Ja, nein. Aber ich bin auch gerade nur gestorben. Und die Gegner sind gerade einfach unglaublich gut. Das sind Gegner! Aber ich führe das. Da ist einer! Hä, wieso schafft er neben mir? Ah. Okay. Jetzt freust du dich, ne? Das ist scheiße. Ja, wenn man vorne ist, ist es angenehm, ne? Wenn man hinten ist, nicht mehr so angenehm. Ah. Aber wenn du einen Kill machst, dann bist du wieder. Was? Ich hab alle gerippert, alle gereinigt. Mann. Und ich hab keinen Kill bekommen. Was? Ich hab alle möglichen Leute da weggereinigt. Oh, das ist doof. Jetzt beginnt hier Aggression. Meine KD sinkt und sinkt und sinkt. Auf 1-2, so kann ich sagen, KD. 0,55 also bei mir. Also. Was ist denn immer schlecht? Oh, auf einer Seite kommt dann einer. Ah! Okay, jetzt. Wenn du noch einen Kill machst, dann bist du wieder vorne. Gerade. Oh, ich krieg gerade echt nichts hin. Jetzt sterbe ich durch Thermal. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, das sah genial aus. Du gehst einfach so durch, als würde es dich nicht stören und dann fällst du um. Schöner Anblick. Ich werde immer schlechter, was man der KD angeht, oder? Ja, 20 ich auch. Tode. Ich habe noch nie in meinem Leben 20 Tode kassiert. Ah, doch. Ja, schon, aber... Ey, ich hab den Kill geklaut, perfekt. Oh, der mit seiner Banshee, der nervt. Wir haben gleich... Oh, Gott.
Oh, ja. Könnt ihr bitte jetzt kurz 3 Kills machen, dass das Spiel zu Ende ist? Jetzt habe ich einen Assist bekommen. Scheiße. Oh, ich bin der letzte Tod. Ich hätte 32 gerotzt. Scheiß die Wand an. Ja, ich habe am Ende habe ich jetzt eben nochmal richtig reingehauen. Oi. Am Ende war ich richtig kacke. 1,14er Quote. Oh, ist das peinlich. Ist das eine 0,5er Quote? Was ist das dann? Ah. Oh. Ja, da hast du mich. Gut. Da hast du mich. Oh, das auf deiner Map eigentlich. Aber die werden wir vermutlich nochmal spielen. Ja, das glaube ich. Wobei ich werde es versuchen, das zu verhindern. Dann werde ich gleich VMP spielen. Meine eigene Stimme. Packe ich gleich VMP aus. So, und ich nehme irgendwelche Killstreaks mit, die ich safe erreiche. Ich werde mich rüsten für die nächste Runde. Ich werde mich rüsten. Ich würde sagen, wir sehen uns in der finalen Runde wieder. Bis gleich. Ja, bis gleich. So, letzte. Entschuldigung. Heftiger Start. Okay, ich habe mich entschieden. Ich werde jetzt die VMP nehmen. Letzte Runde nehmen. Und ich bin kompetent genug, um Geist und Webse zu erreichen, 100 Pro. Oh, und ich habe jetzt erstmal einen Schluck getrunken. Oh, Assists. Ich habe schon 2 Assists, ne? Ich habe schon 4 Kills. Bitte, was hast du? Ich hab einen guten Start hingelegt, würde ich sagen. Sag jetzt nicht dein Ernst. Oh. Wenn du immer so spielst, dann können wir das nächste Mal einen Kill machen, wo es fair ist, mit gleich viel Kills. Ja, wenn ich immer so spielen würde, das wäre schön. Würde ich auch gerne machen. Aber ich war in den Gegner drin gerade. Ja, das habe ich auch gesehen und das hat mich sehr abgelenkt. Deshalb bin ich dann auch gestorben. Überall Gegner, was soll denn der Scheiß? Ja, die wollen dich halt Wusstest du, dass sie die Vespa hochgepatcht haben? Die ist fast so wie früher. Nee. Haben wir. Der Rückschuss ist wieder weg von der Vespa. Oh, bescheuert. 2 Assists bekommen. Das weiß keiner. Okay, Spawns. Warum hast du denn schon 6 Kills? Ich weiß auch nicht. Ich mach's echt gut gerade, ne? Also für dich nicht. Wo sind die? Ah, oh, jetzt finde ich aber keine Gegner mehr gerade. Jetzt reinigst du die hier alle weg, oder wie sehe ich das? Jetzt habe ich 2 erwischt. Ja, aber damit bist du dann schon wieder gleich doppelt so hoch wie ich. Oh, das ist immer noch ein Reiniger. Gibt's nicht mehr. Alter, da wollte mich in der Banshee killen. Was geht bei dem denn falsch? Oh, ich hab nur einen scheiß Kill mit meiner... Okay, jetzt ist wieder Gleichstand. Eieieiei. Ja. Okay, oh, jetzt bist du vorne gerade. Alter, der hat... Oh, der hat diese scheiß Schockladung. Oh Gott, die Gegner sind echt überall. Und die haben auch noch ein perfektes Aim gefühlt. Ja, ah, bekommen. Wieso erwischt er mich und nicht dich? Mann, das gucke ich mir jetzt in der Killcam an. Wo bin ich denn? Wo bist du denn? Das ist ja der Frage. Wo zum Teufel ist jetzt der Gegner hin? Oh Gott. Scheiße. Und ich bin schon wieder von der Banshee tot. Willst du mich verarschen? Du ziehst mir gerade davon und ich krieg einfach... gar nichts hin. Das ist eben auch passiert, da habe ich verkackt, was mich richtig ganz nicht. Ja, ich hoffe mal, dass das wieder passiert für mich, du. Ja, jetzt habe ich einen. Boah. Siehst mir einfach so davon gerade, das ist unglaublich. Oh Mann, ich habe wieder den Reiniger nicht ausnutzen können. Das ist immer der Fehler hinter dir. Warum sage ich dir sowas? Ich habe den eh gesehen gehabt. Na gut, ich bin auch sozial. Ja. Hey, wo rennt ihr denn lang? Hast du gerade Kills? Nein. Okay. Ich mach Assist. Ich habe 6 Assists jetzt schon. Also 5. Oh, ich habe 12 Kills, also du bist gerade vorne. Ah, scheiße. 24. Ja, aber du musst 2 Kills machen, dann ist wieder vorbei mit dem Scheiß.
Ja, ich müsste, dafür müsste ich einfach zwei Kills machen. Weißt du, das ist das Problem. Oh, Ripper, ich hasse sie. Oh, ich mag sie, weil ich sie auch selbst spiele. Naja, wenn sie. Aber was ich bescheuert finde, ist wie gesagt immer noch, dass wenn ich Ripper einsetze und dann gewinnen immer die Messer gegen mich und wenn die Gegner Messer einsetzen gegen meinen Ripper, dann gewinnen immer die Messer. Und die Gegner. Aber ich krieg grad nur Assists. Ich hab schon wieder ein fucking Assist-Scheiß-Ding. Nein. Boah. Bist immer noch vorne durch. Ah, das hast du gewonnen. Ich kann nicht mehr gewinnen, weil wenn ich einen Kill mache, dann. 36-32. Ist, aber ich konnte nicht mehr gewinnen jetzt eben, weil das war der letzte Kill gewesen. Dann wäre ich auf 34 gewesen und dann. Das war knapp. Das war knapp. Ich musste alles geben. Ich habe auch echt gar nichts mehr gesagt am Ende. Meine Fresse. Ich war so. Meine KD ist immer noch unter 1, Mann. Meine KD ist wieder einigermaßen okay. Mann. Alter Schwede. Ja. Das hat mich jetzt echt ein bisschen fertig gemacht. Aber ich habe es geschafft. Das war richtig knapp. Das war knapper, als ich dachte. Ich bin echt zufrieden mit dem Konzept, wie wir uns das so ausgedacht haben. Ja, also muss ich auch sagen. Das ist echt das irgendwie deutlich fairer, als ich dachte. Das kann man ja vielleicht nochmal machen irgendwann, ne? Auf jeden Fall. Aber ich weiß ja sowieso, dass wir treffen uns am, was sagst du dir? Das nächste Video mit dir kommt am 15.8. du. Und wann nehmen wir das auf? Oh, das werden wir sehen. Am 15.8. sehen wir uns also wieder in dieser Konstellation. Da wird was ganz Cooles auf euch warten, was ganz Besonderes. Das haben wir uns selber ausgedacht. Das haben wir schon mal so privat gemacht. Das wird richtig cool werden. Ja, aber das war es erstmal vom Kill-Duell, Leute. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich wollte das schon immer mal machen. Ja, mir und wie gesagt, nochmal an dieser Stelle, falls ihr gegen mich ein Kill-Duell machen wollt und ihr auf dem PC Call of Duty spielt, BO2, BO3 oder MW3, schreibt mir und wir machen das. Alles klar, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns wieder morgen im nächsten Video. Mach's gut, bis dann. Ciao. Tschüss.